Julia Maria Zimmermann, She, Gender. Gender, also Begriff aus dem Englischen, anhiecht so viel wie Geschlecht. Der Begriff geht von den Sozialwissenschaften als konzeptueller Gegenbegriff zu Sex, den biologischen Begriff angefordert, und gilt als Sozialkonstruktion. Konstruktion heißt noch nicht, dass wir uns irgendetwas ausdenken, sondern dass wir als Environnement immer durch ein soziales Brill gucken. Dass wir Muster sichern, dass wir Muster benennen, an Phänomene an das Muster anklassieren. An Bezug auf Geschlecht heißt das, dass wir Menschen an E von zwei menschlichen Geschlechtern anklassieren. All Mensch kriegt ein Geschlecht, an all Mensch wird E-Geschlecht, den für den Rest von dir gilt. Das Vierstellung von unserer Zweigeschlechtlichkeit ist schon ein Sozialkonstruktion. Wir Sozialkonstruktionen beschreiben nicht nur etwas, sie schreiben auch etwas vier, bis hin zu Mustverhältnissen. Und aus der Observation, dass Frauen, Kinder, Gebären, Ernähren, entsteht so die Vierstellung, dass Frauen sich besser um Kinder bekümmern können wie Männer. Und die Regel, dass sich Frauen um Kinder und Familie bekümmern sollen. So könnte doch das bis heute am Edukationsbereich mehr Frauen wie Männer schaffen, vor allem, wenn es um die Edukation von kleinen Kindern geht. Dass Frauen an der Corona-Krise mehr häufig Konjugation familiell angefragt haben oder dass Männer am Fall von einer Schädung mehr Seelen Sorgerecht für die Kinder kriegen. Dabei weist neue Forschung, dass ein Sozialverhalten auch einen Impact auf eine Biologie hat und dass ein Behörden in Bezug ob Gender auch einen Impact hat, nicht einen Impact hat, ob als Biologie, ob als ein Sex. Plakativ gesagt, mehr Diversität am Gender führt zu mehr Diversität am Sex.